So, guten Morgen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich dachte mir, ich nehme euch heute wieder so ein bisschen mit in unseren Alltag. Wir haben es jetzt kurz nach 9. Die Kinder sind im Kinderzimmer und gucken ein bisschen Fernsehen. Ich habe denen ja so einen kleinen Fernsehen im Kinderzimmer angeschlossen gestern und mache jetzt was Kleines zum Essen. Die Oma kommt gleich auf die Kinder aufpassen und ich muss ja putzen. Genau, also sie nimmt die Kinder doch mit zu sich und passt nicht hier auf. Ja, wollte sie so. Genau, deswegen würde ich sagen, mache ich jetzt Frühstück, essen wir was und dann muss ich auch los. Ach ja, und viel Spaß bei dem Video. So, Leute, meine Schwiegermutter kommt jetzt so in 15 Minuten, dann muss ich los. Ich mache jetzt mal ganz schnell eine Wäsche an und ja. Das war's. Also ich habe mir jetzt ein bisschen fertig gemacht, nicht viel, einfach nur ein bisschen Puder und Lippen, Augenbrauen nachgemalt und das war's. Und ich sehe heute wieder so schlecht, aber ich habe manchmal das Gefühl, das liegt bei mir daran, dass ich verspannt bin. Also ich merke richtig, wie verspannt mein Nacken ist. Vielleicht sehe ich dadurch so schlecht. Also ich kann es gar nicht beschreiben, als hätte ich so Öl in den Augen oder ich sehe einfach nicht so klar und irgendwie meine Augen auch so. Haben so einen leichten Druckgefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht kommt das wirklich von Verspannungen. Keine Ahnung. Ich räume jetzt hier alles weg vom Frühstück. Ich habe noch ein paar Kekse gegessen. Ach ja, wenn ihr Bock habt auf ein Video, ich habe mir überlegt, dass ich euch vielleicht komplett die ganze Woche mal mitnehme. Weil ich möchte ein bisschen abnehmen. Dass ich dann immer ja, am Tag filme, was ich so esse und was ich an Sport so mache. Und ich werde mich auch, also wiegen, anfangs, wie viel ich jetzt wiege und Ende der Woche nochmal wiegen, wie viel ich danach wiege. Ob es was gebracht hat oder nicht, könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock auf so ein Video habt, weil ich habe ja durch meine Tabletten einiges zugenommen. Und also ich finde es jetzt nicht schlimm, also ich finde es sogar gut, dass ich ein bisschen zugenommen habe, ein bisschen Kurven bekommen habe. Also ich fühle mich jetzt nicht richtig fett, aber ich möchte halt ein bisschen paar Kilos abnehmen, also so 5 Kilo abnehmen wäre nicht schlecht oder 3, 4 Kilo, irgendwie sowas, aber zu viel will ich auch nicht abnehmen, weil dann bin ich wieder so ein Stock, wie ich es früher war, möchte ich nicht, möchte schon ein bisschen Kurven haben. Ja, ich muss einfach ein bisschen trainieren, die Haut straffen, vor allem mein Bauch, also ich habe halt ein bisschen Bauch bekommen und Arme und am Gesicht habe ich ein bisschen zugenommen. Ja, aber halb so schlimm. Deswegen könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt auf so ein Video oder nicht. Dass ich euch immer mitfilme, was ich so am Tag esse. Egal was, ob es eine Kleinigkeit ist, alles filme ich euch mit, was ich esse. Genau, und ich möchte dann auch natürlich versuchen, weniger zu essen. Heute Morgen habe ich ja schon ein Brot gegessen. Plus Kekse schon mal nicht gut angefangen. Deswegen vielleicht fange ich ab morgen dann an, komplett durchzuziehen. Heute esse ich trotzdem weniger. Also wenn ich dann wiederkomme, esse ich vielleicht heute nur ein Spiegelei oder so oder einen Salat gucken. Und vor 6 esse ich noch eine Kleinigkeit. Auf jeden Fall kein Brot mehr heute. Süßes auch nichts mehr. Ja, wie gesagt, lasst mir einfach in den Kommentaren wissen, ob ihr so ein Video sehen wollt oder nicht. Dann mache ich das mal so mit euch eine Woche lang. Ich weiß noch nicht, wie ich das am besten aufteilen soll. Dass jeden Tag ein Video online kommt, könnt ihr auch abstimmen. Also, dass ich dann immer eine Woche lang jeden Tag filme und euch zeige, was ich esse und ob sich was an der Waage getan hat oder nicht. Oder dass ich das alles in ein Video irgendwie versuche reinzuklatschen. Dann wird das aber ein XXL-Video bestimmt sein. Könnt ihr auch gerne abstimmen. So, Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen, aber ich sehe aus, voll geschwitzt. Gleich erstmal duschen. Die Kinder kommen jetzt auch nach Hause. Meine Schwiegermutter bringt die jetzt. Die haben schon bei meiner Schwiegermutter gegessen. Das heißt, ich muss heute kein Mittag kochen. Für mich mache ich nur Spiegelei heute. Genau, esse jetzt ganz schnell und eventuell bringe ich die Kinder dann kurz zu einer Nachbarin zu einem Kumpel spielen, weil ich noch einen Termin habe wegen meiner Haarverlängerung. Wollte ich da kurz vorbeischauen, dass wir uns Haare aussuchen und alles besprechen. Und eventuell kurz ins Solarium. Ja, mal gucken, ob die Nachbarin Zeit hat. Ob die Kinder für 2 Stunden ungefähr kurz etwas rüber dürfen. Sie hat auch, glaube ich, jetzt schon geschrieben.
Ja, sie ist jetzt noch am Arbeiten. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Vielleicht muss ich die Kinder mitnehmen, dann Solarium heute weglassen, nur kurz zu meinem Termin. Genau, ich mache mir jetzt aber erstmal ein Ei. Guckt mich, hier sind schon viele Wimpern ab, wie das aussieht. Ach nein, ich habe voll vergessen, dass ich noch voll viel Suppe über habe von gestern, meine Klößchensuppe. Die gönne ich mir jetzt. So, ich mache mir jetzt noch einen Tee und esse eine Kleinigkeit Süßes dazu. Ein paar Kekse vielleicht und ein Knoppers. Ich kann es einfach nicht lassen, egal. Ich fange jetzt bald an zu joggen. Wie gesagt, wenn ihr Bock auf dieses Video habt, dann lasst es mich wissen, dass ich dann euch die immer mitnehme und zeige, was ich esse und Sport machen, wichtig. Joggen, zu Hause ein paar Übungen, genau. Ich habe hier gestern im Kinderzimmer deren Fernseher hingestellt, so provisorisch. Hier, ne? Ja, meine Schwester kommt gleich auf die Kinder aufpassen. Also sie kommt hier hin, damit die Kinder draußen spielen können. Genau, und ich fahre ganz kurz mit Bus runter. Und wir gucken mal, was wir für Haare auswählen. Und in Solarium schaffe ich leider heute nicht. Ich bin schon so blass, ich kann mich nicht angucken. Wenn ich blond bin, finde ich, muss ich auch braun sein im Gesicht, weil sonst sehe ich nur so kaputt aus. Aber egal, man kann nicht alles haben, ne? Deswegen mache ich Solarium vielleicht morgen oder so. So Leute, ich bin jetzt losgegangen. Ich gehe jetzt doch zu Fuß, weil ich weiß nicht, welcher Bus dahin fährt. Ja, aber das ist nicht so weit, deswegen schaffe ich auch zu Fuß. So 20 Minuten muss ich ungefähr gehen. Ja, meine Schwester passt jetzt auf die Kinder auf. Ich habe mich schnell abgeduscht. Und jetzt los. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Ich bin kaputt. Seit heute Morgen nur in Action, aber ich muss sagen, es tut mir richtig gut, mal viel beschäftigt zu sein, unterwegs zu sein. Gerade habe ich meinen Nagel verloren. Ja, auf jeden Fall bin ich wieder zu Hause. Der Kumpel von den Kindern ist bei uns. Die spielen gerade im Kinderzimmer. Und ich dachte mir, weil ich heute schon so aktiv bin, ziehe ich mich gleich um und jogge hier ein paar Runden noch um den Haus und im Block. Ja, weil ich will ja ein bisschen abnehmen. Deswegen, wenn ich mich gleich hinschille und nichts mehr mache, habe ich keinen Bock mehr zu joggen. Deswegen trinke ich jetzt ganz viel Wasser, ziehe mich um und laufe ein paar Runden und dann melde ich mich gleich bei euch. Aber vorher mache ich noch eine Wäsche an, weil sonst ist meine Wäsche wieder zu überfüllt. Und die Haare, die ich mir ausgesucht habe, oh mein Gott, die sind so geil. Also ich denke, wir werden mir die Haare dran machen. Noch etwas länger als geplant, aber ich will noch nicht zu viel verraten. Vielleicht klappt das doch nicht und so. Müsste noch alles besprechen mit dem Preis und solche Sachen halt. Aber ich kann euch ja ganz kurz ein Foto zeigen. Richtig, richtig geil. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt. Ja, auf jeden Fall diese lange hier will ich. Die anderen, seht ihr, die sind da halt unter der Brust. Das fokussiert so nicht. Lassen. So sieht das aus. Ich finde das schön. Ist natürlich Geschmackssache, aber ich mag ja so auffällige Sachen. Und ja. Genau. Und das Gute ist halt bei ihr, man kann bei ihr halt in Raten zahlen. Viele fragen sich immer, wie kannst du dir alles leisten? Aber wenn man mit Geld umgehen kann, sage ich jetzt mal nicht, aber man kann es ja auch in Raten machen. Deswegen. Genau, ne, Bibi? Da würde ich sagen, ziehe ich mich jetzt um und laufe ein bisschen. So, ich habe mich jetzt umgezogen und das heißt, ich gehe jetzt joggen. Aber ich mache jetzt, wie gesagt, noch die eine Wäsche an, dann habe ich das hinter mir. Und Luis kann mich ja aus dem Fenster zwischendurch mal filmen, wenn ich laufe. Ich laufe jetzt hier nur so einen Block herum. Upp. Luis, willst du Mama gleich kurz aus Fenster filmen, wenn ich da lang laufe? Komm schon. Luis hat keinen Bock. Das muss ich auch noch in den Keller bringen. Komm schon, ich laufe, dann winke ich dir mit der Kamera. Ja, Luis hat keinen Bock, mich zu filmen. Vielleicht nehme ich die Kamera mit und filme mal ein bisschen mit, weil ich habe heute echt nicht viel gefilmt. Das ist meine Schuhe. Wird das wahrscheinlich ein kurzer Vlog. Und in 2 Tagen werden meine Zähne gemacht. Da zeige ich euch auch das Endergebnis. Ich bin echt gespannt, wie das aussehen wird.
Ja, zeige ich euch natürlich alles dann. Da kommt auch meine Schwiegermutter auf die Kinder aufpassen. Vormittags muss ich schon um 9 Uhr da sein, muss ich schon 8:30 im Bus nehmen. Und 2 Stunden dauert es, bis meine Zähne fertig sind. Und genau. Und meine Haare werde ich nächsten Monat wahrscheinlich machen. Und dann sehe ich wieder fresh aus. So, jetzt viel Wasser trinken und los geht's. Ich muss mir einen neuen Wäschekorb kaufen, der fällt mir schon komplett auseinander. So, würde ich sagen, los geht's. So Leute, das reicht für heute. Ich bin jetzt 3 Runden gelaufen. Heute bekomme ich nicht mehr hin. Ich bin heute schon genug zu Fuß gelaufen, deswegen reicht das. Ich hole jetzt meine Wäsche hoch und mache jetzt meine Wäsche zu Hause. Ich bin platt. Zum Abend versuche ich heute auch was Leichtes zu essen eigentlich. Habe ich gesagt, ich esse heute gar nichts mehr, aber ich glaube, vor 6 esse ich noch so einen Thunfischsalat, einfach mit Mais, Zwiebel und Thunfisch. Ganz bisschen Öl. Weil später kriege ich sonst Hunger. Ich konnte gestern schon abends nicht richtig schlafen, weil ich die ganze Nacht Hunger hatte. Und deswegen glaube ich, ist das nicht so gut. Jetzt habe ich noch gar keinen Hunger, aber vielleicht vor 6 esse ich einen kleinen Salat. Mal gucken. Für die Kinder muss ich auch noch was machen. Vielleicht backe ich für die Pancakes. War da voll schwierig, nicht auch mit zu essen, weil ich liebe Pancakes. Aber egal, muss ich halt verzichten. Die Kinder werden sich bestimmt freuen, wenn ich Pancakes mache. Pablo nervt, Baby. Pablo! So, ihr Lieben, da würde ich sagen, beende ich, glaube ich, das Video an dieser Stelle, weil ich muss das Video auch noch irgendwie bearbeiten. Ich muss gucken, wie ich das alles schaffe. Ich mag es ja, wenn ich filme, sofort das Video hochzuladen. Deswegen mache ich jetzt Wäsche, setze mich am Computer, bearbeite das Video, dann mache ich Pancakes für die Kinder zum Abend. Ja, dann hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Abonniert fleißig meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ja, dann denke ich, nehme ich euch übermorgen mit, da wir meine Zähne gemacht werden. Dann zeige ich euch auf jeden Fall das Ergebnis und ich hoffe, es sieht gut aus, weil es ist nicht wenig Geld und ja, deswegen hoffe ich, dass es gut aussieht, ne? Genau, dann würde ich sagen, lasst mir mal Feedback da, einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und bis übermorgen. Ciao. Hey, Pipi! Pipi! Ja, nicht süßest. Bye!